Und wieder sind zwei Wochen ins Land gezogen. Höchste Zeit also, Sie über relevante Neuigkeiten aus der Branche zu informieren. Liebe gastrointeressierte Zuschauerinnen und Zuschauer, schön sind Sie bei uns online. Reduziert. Das neapolitanische Restaurant The Pew punktet bei dem Kunden mit einem abgespeckten Angebot. Optimiert. Andreas Krumes unterhält sich mit dem Geschäftsführer des Restaurants The Pew. Diplomiert. Feierlich wurden die neuen Weinakademiker auf der Halbinsel Au ausgezeichnet. Nachzusehen in der neuen Rubrik Fine Wine. Das jüngste Kind von der Bindella-Gruppe ist gerade mal 4 Monate alt. Die Rede ist vom Restaurant The Pew im ehemaligen Gebäude von der Silpost. Die Amtssprache in Pew ist eindeutig italienisch. Aber nicht nur wegen der Sprache fühlen sich die Gäste von Pew wie in einer neapolitanischen Pizzeria. Das Restaurant Pew ist fest in neapolitanischer Hand. Vom Pizzaiolo bis zum Servicepersonal. Italienischer Lifestyle wird hier zelebriert. Allerdings mit einem Unterschied, wie der Blick auf die Karte verrät. Also bei uns werden Sie sicher kein Spaghetti Carbonara finden und kein Scaloppino al Limone, weil das ist, sagen wir, finden Sie jetzt bei jedem Italiener auf dem Platz Zürich. Wir haben wirklich auch die Karte so gestaltet, dass wir Sachen haben, die ja, nicht alle haben. Für die neapolitanischen à la carte Gerichte ist Küchenchef Carlos Gonçalves verantwortlich. Seit 25 Jahren beschäftigt sich der Portugiese mit der italienischen Küche. Kann ich ein bisschen Basilikum haben, bitte? Hier bereitet er gerade ein Pasta-Gericht mit frischen Zutaten vor. Der Küchenchef lässt die einfachen Gerichte aus Großmutters Kochbuch wieder aufblühen. Was ist für Sie die Herausforderung? Immer etwas Neues zu entwickeln. Etwas, wo die Leute sagen, wow, das habe ich noch nie gegessen. Und experimentieren, dass man das Feeling hat, Italien wieder hierher. Die alten Gerichte, wo man das kann sagen, oh, das haben wir früher gegessen, jetzt ist man nicht mehr aktuell. Aber nicht nur mit den à la carte Gerichten wagt man sich auf neues, altes Terrain. Auch die neapolitanische Pizza macht den feinen Unterschied. Die ist halt ein bisschen anders, die ist ein bisschen weicher, luftiger. Die Pizza, die man da isst, ist halt nicht typisch Pizzeria von Zürich. Und schon da haben wir Hochbocker. Man hätte können sagen, oh, wenn es nicht gut ankommt, können wir gerade zumachen. Und von dem her, wir haben schon dort Hochbocker, wir haben es auch mit der Küche, mit den Gerichten ein bisschen riskiert, aber eben, das Resultat sieht man. No risk, no glory. Auch der Takeaway hat sich bewährt, wenn es schnell gehen muss. Beim Takeaway profitiert man vor allem von der hohen Frequenz an Laufkundschaft rund um die Silpost. Im Restaurant kann man sich Zeit lassen, wie in Italien, wo die Gäste tendenziell länger bleiben. Es ist nicht zu übersehen. Das Pew befindet sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Silpost. Die Relikte aus der Vergangenheit sind bewusst in das Konzept integriert, mit einem speziellen Detail. Deswegen die Telefone auf die eine Seite, die Briefkästen auf die andere Seite. Aber was viele nicht sehen, wir haben auch noch eine Widerspiegelung vom Hauptbahnhof, weil all die Messinglinien, die Sie hier umeinander sehen, sollten dann wieder die Gleise vom Hauptbahnhof widerspiegeln. Die Aussage, komm, wir gehen heute zum Italiener, bekommt mit dem Angebot im Pew eine neue Bedeutung. Zu der Bindella-Gruppe gehören mittlerweile über 40 Restaurationsbetriebe. Jeder Einzelne ist erfolgreich unterwegs. Wie wir im Beitrag gesehen haben, hat auch das Pew das Zeug dazu. Zum ersten Mal allerdings setzt Bindella nicht auf Bewährtes, sondern geht mit dem Pew neue Wege. Der Andreas Krummes unterhält sich im Expertentag mit dem Geschäftsführer. Herr Bambini, wir dürfen im neuesten Restaurant sein der Bindella-Gruppe in Pew. Einige Monate sind vergangen seit der Eröffnung. Können Sie uns einen kleinen Rückblick geben über die vergangenen 4 Monate?
Also, die vergangenen 4 Monate sind wirklich gut gelaufen. Wir haben super gestartet. Wir haben eine Bombeneröffnung gehabt. Und ja, die Erwartungen, die wir hatten, sind wirklich übertroffen worden. Also, wir sind wirklich zufrieden mit den letzten 4 Monaten. Also, es ist wirklich, ja, gelungen. Gelungen. Wenn man ein neues Konzept macht, gibt es immer so die Theorie und Praxis. Mhm. Man stellt sich alles vor, wie es so ist, dann eröffnet man und dann gibt es ja oft noch so unvorhergesehene Dinge. Ist das bei Ihnen auch passiert? Also ich kann froh sein, dass wir ein super Team haben, das wirklich alles im Detail geplant hat. Natürlich, wie Sie sagen, Papier und Realität ist dann etwas anderes, aber man hat wirklich ganz, ganz wenig müssen verändern. Klar, man muss immer wieder, ja, wenn man dann da ist, etwas verändern, aber eben, Gastronomen sind doch Improvisationstalent. Also von dem her, nein, ist sehr gut gelungen. Ja. Sehr gut gelungen. Das Pew steht für Restauration und Takeaway. Das erste seit über 100 Jahren Bindeller Gastronomie-Geschichte. Was ist so das USP vom Pew? Also wir haben wirklich mit dem Pew das ganze Napoli-Flair auf die Zürich bringen. Und auch mit den Produkten, die wir anbieten, eben die Pizza ist, ja, sagen wir, wie die Pizza, die man in Napoli isst. Und auch die Zutaten, die meisten kommen gerade aus der Campania oder Neapel. Und ja, das ist wirklich, was wir haben wollen, dass mehr Napoli in Zürich. Das ist auch unser Slogan, sagen wir mal so. Eben, wir haben, wie schon gesagt, das neue Konzept richtet sich auch auf Takeaway. Mhm. Selbstverständlich, die Lage ist optimal dafür. Ja. Wer steht hinter dem Konzeptgedanken, dass man sagt, jetzt kommt Bindeller das erste Mal auch raus aus dem klassischen Restaurantbetrieb hin zum Takeaway? Also, wie Sie gesagt haben, da ist natürlich auch mit der Lage verbunden. Oder wir haben hier in der Umgebung 4 Schulen, wir haben viele Studenten, wir haben auch viele Angestellte, es sind auch viele Firmen hier in der Umgebung. Und wir haben natürlich nicht nur das Sitting-Restaurant anbieten, sondern auch ein Takeaway. Aber trotzdem haben wir die Qualität vom à la carte Restaurant auch im Takeaway anbieten. Das heisst, es sind auch die gleichen Produkte, die wir hier im Restaurant anbieten, haben wir auch im Takeaway. Und das, ja, wie Sie sagen, auch natürlich lagebedingt. Was man auch merkt, vom Ambiente her, das ist nicht klassisch Bindeller, klassisch Italiano, so wie wir es eigentlich kennen von den verschiedenen 43 Betrieben von Bindeller. Wo kommt die Idee, der Ansatz her? Wo holt man sich die Inspiration für so ein Konzept? Also da haben wir natürlich auch Stararchitekten aus Tel Aviv gehabt, was da noch mitbewirkt haben. Und ja, wir haben, oder besser gesagt, Rudi Bindeller Junior hat auch ein bisschen einen jüngeren Schwung im Rennen gebracht. Oder, man sieht es auch, wenn man jetzt das ganze Restaurant anschaut und die anderen Bindeller-Betriebe, man sieht schon, es ist ein bisschen, ja, moderner und peppig geworden. Und denken sicher auch wegen dem Rudi Bindeller Junior Einfluss. Jetzt sind Sie ja gut gestartet, wie Sie gesagt haben. Erfolgreiches Konzept, eigentlich schon nach 4 Monaten. Da müsste man doch eigentlich schon denken, na, wann geht das nächste, der nächste Betrieb auf? Ist da schon was in Planung? Das ist ein Einzelkonzept. Also, wir sind mal mit dem gestartet. Es sind sicher weitere in Planung. Natürlich wissen wir noch nicht, wie, wo und wann. Aber ja, es sind weitere Pew in Planung. Gut, dann werden wir ganz sicher bei der nächsten Eröffnung des neuen Restaurants, eines der neuen Restaurants dabei sein, mit Bester Swiss Gastro bewegt. Ich möchte mich bedanken für das gute Gespräch und vielen Dank. Sehr gern geschehen. Bevor wir Sie auf die Halbinsel auch zu der Graduierungsfeier von der neuen Weinakademiker mitnehmen, zuerst noch zu spannenden Neuigkeiten aus der Branche. Gehören auch Sie zu den Gastronomen, die sagen, für meine Kunden ist nur das Beste gut genug? Dann haben wir für Sie genau das Richtige, wenn es um Schattenspender auf qualitativ höherem Niveau geht. Rechtzeitig zum Saisonauftakt präsentiert der Sonnenschirmhersteller Glatz zusammen mit dem Taschenlabel Molerus die hochwertige Schirmmodelle. Eine limitierte Auflage, Glatz bei Maison Molerus. Alle Sonnenschirme, wie auch das Modell über mir, sind handgefertigt. Beste Schweizer Qualität aus dem Familienunternehmen Glatz. Ein weiteres Produkt, das uns aufgefallen ist und das man im Sommer wunderbar unter den exklusiven Glatz-Sonnenschirm trinken kann,
ist das lokale Zürichwasser 37. Ein Wasser, das im Gebiet vom Ödleberg aus insgesamt 120 Quellen gefasst wird. Also das Wasser gibt es schon sehr lange. Also das Wasserrecht ist auf der Liegenschaft Rönnweg 35 und 37. Wir haben das historisch aufgearbeitet. Und darum heisst es nachher auch lokales Wasser seit 1529. Weil 1529 oder im 16. Jahrhundert hat der damalige Besitzer von dieser Liegenschaft hier am Rönnweg der Stadt eine Quelle abgetreten im Ödlebergebiet und hat dafür das Recht bekommen, eine gewisse Menge aus dieser Albisrieder-Leitung Quellwasser zu beziehen. Die Quelle gehört heute der Stadt Zürich. Das Wasser zeichnet sich durch eine einzigartige Qualität und Mineralisierung aus. Frisch ab Natur. Unbehandelt wird das Wasser hier am Rennweg abgefüllt. Von dem Quellwasser profitieren allerdings nur Gastrobetriebe, die in der Region angesiedelt sind. Unsere Idee ist auch, dass wir die Distribution nur in einem Umkreis von 10 km machen. Also wenn jemand in Basel das lokale Wasser 37 aus Zürich bestellen will, machen wir das nicht. Wir hoffen, in einem späteren Zeitpunkt vielleicht in Basel und in Bern, in der grösseren Stadt, eben so eine Idee mit Partnern von dort können zu realisieren. Der Vertrieb des Wassers passiert direkt oder über Interkomestible im Radius von 10 Kilometern. Die Monatsproduktion liegt aktuell bei 80.000 bis 100.000 Flaschen. Beim Trinken des Zürcher Quellwassers leisten die Konsumenten außerdem einen aktiven Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen. Also wir haben eine Studie anstellen, eine Ökobilanz, spezifisch ein Vergleich von Wasser, das vom Rönnweg in diesen 10 Kilometer Umkreis in die Gastronomie geht, im Vergleich zu importierten Wasser, Mineralwasser, die aus dem Ausland kommen, einfach ein Durchschnitt. Und das ist eine sehr spannende Bilanz. Also man spart etwa 80% ein, wenn man lokales Wasser statt importiertes Wasser konsumiert. Aus gutem Grund Schweizer Fleisch. Fleischfachleute und Gastronomen im Austausch. Am 6. Juni findet ein Workshop im Marmite Food Lab in Zürich statt. Initiiert von der Brancheorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft Proviant. Alles Wissenswerte erfahren Sie über die entsprechende Homepage. Teilnehmerzahl ist beschränkt. Liebhaber von prämierten Merlots aufgepasst. Rund 40 Produzenten aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Tröpfe an einem exklusiven Anlass. Und zwar an einer Degustation am 18. Mai im Wiederhotel in Zürich. Die ausgezeichneten Weine sind von der Vereinigung Vinea am Weinwettbewerb Mondial du Merlot et Assemblage ausgezeichnet worden. Anmeldefrist ist der 15. Mai. Fine Wine ist der Name der neuen Rubrik, die von der Shirley Amberg präsentiert wird. In dieser Rubrik geht es in erster Linie um edle Rebensäfte oder um alles, was mit Wein zu tun hat. Für sie hat sich Shirley unter die Absolventen von einer bekannten Weinakademie gemischt. Schloss auf der Halbinsel Au ist der Schauplatz der Graduierungsfeier. Der Weg zum diplomierten Weinakademiker ist kein Spaziergang. Ich mische mich unter die geladenen Gäste und die insgesamt 10 Absolventen. Ein interessanter Jahrgang, der 7. Absolventenjahrgang. Ich glaube, dieses Jahr haben wir eigentlich überdurchschnittlich viele private Liebhaber oder Weinfreaks. Wir haben aber generell im Club, mittlerweile sind es über 80 Mitglieder jetzt mit dem neuen Jahrgang, haben wir doch einen grossen Teil von Weinakademikern, die aktiv in der Weinbranche arbeiten, also in grossen Weinhandelshäusern und Unternehmen, aber auch in der Gastronomie. Mit dem neuen Jahrgang sind es genau 85 Mitglieder. 100 angehende Weinakademiker sind gerade in der Ausbildung.
Der pensionierte Volkswirtschaftslehrer Riccardo Toniella gehört zu den erfolgreichen Absolventen von diesem Jahr. Mir geht es eigentlich gut. Ich fühle mich jetzt frei, gelöst. Jetzt kann ich ganz anders an die Sache herangehen, nicht mehr so verbissen, muss nicht mehr die Bücher so anschauen. Ich schaue sie trotzdem an. Die Weine kann ich jetzt auch gelöster anschauen. Ich muss nicht mehr Punkte machen, wie ich es bis anhin musste machen. Oder wir mussten Prüfungen bestehen. Da waren dann Haufen Prüfungen. Und ja, ich fühle mich gut. D'Angela Kreis-Muzzolini gehört ebenfalls zu den glücklichen Absolventen und darf sich wie Akademikerin nennen. Die Anwältin schreibt schon für ein Weinmagazin und kann so vom erlernten Fachwissen profitieren. Was erhoffen Sie sich von diesem Diplom? Also ich habe schon jetzt eigentlich gemerkt, dass es einen grossen Ruck vorwärts geht, gerade was Weinkommunikation anbelangt. Und ich werde weiterhin schreiben über Wein. Mit grossem Enthusiasmus, weil es steckt eine ganz tolle Kultur dahinter. Und ich werde ganz sicher auch in Richtung Online-Marketing, Online-Kommunikation mehr weiterentwickeln. Auch der Präsident Josef Schuller vom Institut Master of Wine gönnt sich heute Abend ein Gläschen. Und das aus gutem Grund. Der Österreicher ist selber Master of Wine und verantwortlich für die Ausbildung der Weinakademiker. Aber was bringt denn so ein Titel ganz konkret, auch vielleicht finanziell? Ich glaube, es kommt durchaus darauf an, was man damit macht oder machen möchte. Ich glaube, dass es nicht unbedingt so ist, dass man das macht, um einen Titel zu haben, um mit dem Titel dann irgendwie einen Job zu bekommen. Leute, die in der Branche sind, sehen sich vor der Herausforderung einer immer schneller wandelnden Weinwelt. Das heißt, man muss sich da, auch wenn man schon 20 Jahre in der Branche ist, wieder mal auf den sozusagen letzten Stand der Dinge bringen. Und diese Ausbildung, so wie sie eben angelegt ist, ist eben eine Ausbildung, die die Weine rund um den Erdball beinhaltet. Unter den Gästen entdecke ich auch den Präsidenten von Swiss Wine, den Gilles Bess. Sein Herz schlägt in erster Linie für den einheimischen Rebensaft. Von den Gastronomen noch mehr sollte wertgeschätzt werden. Was halten Sie vom Titel Weinakademiker? Ja, das ist sehr wichtig für uns, für die Promotion von Schweizer Wein in dieser Weinakademie aktiv zu sein, weil es sind die zukünftige Leader-Opinion der Wein und wenn sie kennen nicht über Schweizer Wein, das ist schade. So deshalb, wir sind Partner, wir geben Preise und wir sind Partner mit Weinakademie, um dass die alle Leute kennen über die Schweizer Weine, diese Diversität und diese unglaublichen Weine, die wir haben. Im Moment geniessen die Absolventen ihres frisch erworbenen Weinakademiker-Diplom. Der nächste Schritt wäre die Ausbildung zum Master of Wine. Cheers! Bevor die heutige Sendung auch schon wieder zu Ende ist, am Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Anmeldeschluss für den Best of Swiss Gastro Award kommt immer näher. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Unter anderem berichten wir über die August Escoffier Generalversammlung in Bern. Ich freue mich auf Sie. Zeigen Sie, dass Ihr Gastronomiekonzept zusammen mit Ihrem Standort zu den innovativsten und aufregendsten Locations in der Schweiz gehört. Bei uns können Sie Ihren Betrieb auf vielen verschiedenen Ebenen ideal präsentieren. Und nur im Fall einer Nominierung zahlen Sie eine Lizenzgebühr und können so Ihren Betrieb über unsere Plattformen erfolgreich vermarkten. Sie können sich bis zum 30. April in verschiedenen Kategorien bewerben, sofern Sie denn ein innovatives Konzept besitzen, das überzeugt. Hat die Jury Sie nominiert, gehören Sie bereits zu den Gewinnern. Anschließend bewerten Ihre Gäste Ihre Leistung. An der Award Night im November werden die Gewinner innerhalb der Kategorien gekürt. Im Folgejahr bleibt Ihr Betrieb weiterhin ausgezeichnet. Dadurch erhalten Sie ein jährliches Gütesiegel und viele weitere Vorteile. Schauen Sie jetzt auf unsere Website und bewerben Sie sich mit Ihrem Unternehmen.